herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Petra Vivian und ich suche wieder einen Mann, immer noch. Heute mit Marvin, der mir hilft, gucken wieder auf der Tinder-App. Ich hatte mir ja schon mal einen Account gemacht. Das Video verlinke ich euch, da könnt ihr mal gucken, wie das damals gelaufen ist. Und jetzt machen wir das wieder mal neu. Ja, ich habe die App deinstalliert. Wann hast du nur die deinstalliert? Letztes Jahr. Okay. Es war ja nix. Da war einer, der wollte sich im Schwimmbad mit mir treffen. Wie so ein kleines Kind. Oh mein Gott, ich muss erstmal die App wieder runterladen. Ja, hast du gerade gesagt, du hast sie gelöscht. Da ist schon plus für eins. Ich weiß noch nur gerade nicht, ich hab Blackout. Weißt du meine Nummer auswendig? Nee, aber das habe ich mir auch schon gedacht. Ich kann gar keine Nummer mehr auswendig, außer meine eigene. Früher konnte man wenigstens mal seine Hausnummer auswendig vom Festnetz. Jetzt, ich weiß nichts. Wenn ich irgendwo ausgesetzt werde, dann könnte ich alle niemand anrufen. Ich glaube, das habe ich richtig gemacht. Ja, Weiter. Du. Gib deinen Vornamen. Wie heißt du mit Vornamen? Ja, da hatte ich Vivi genommen. Soll ich das wieder nehmen? Dann finden sie mich wieder. Meinst du, ich bin da noch drin? Meinst du, die suchen dich jetzt noch ein Jahr später unter deinem Vornamen? Hast du bleibenden Eindruck hinterlassen? Ja, ja, ich würde Vivi nehmen. Vivi? Ich nehme einfach Vivi. Nett dich zwar niemand so, aber ja, Vivi ist schon besser. Petra will ich nicht wieder hören. Ja. Petra ist also Verbindung wieder mit der alten. Ich sage auch alle nur Miss Vivian. Also es ist gar keiner Vivi, aber lässt du kannst doch Vivi nehmen. Vivian nehme ich einfach. Nennt mich keiner. So ist mit Luca. Kann mich doch so nennen. Okay. Diesmal gebe ich sogar mein richtiges Geburtsdatum an. Ich habe mich letztes Mal ja jünger gemacht. Ich mag mal mein richtiges. So. Sexuelle Orientierung, Mama. Heterosexuell, schwul, lesbisch, bisexuell, asexuell, demisexuell, pansexuell. Okay. Wen möchtest du treffen? Frauen. Was? Ah nein, Männer! Ja, wenn du keinen Bock hast auf einen Mann. Ah doch, doch. Dann lassen wir es auch einfach. Nein, ich hab doch gesagt, Mann, sag, du willst keinen Mann, jetzt suchst du Frauen. Fragen mich so viel. Aktuell suche ich, teilen sie und finden heraus, ob es matcht. Also, ich habe gedacht, ich suche. So, Mama, suchst du feste, ernsthafte Beziehung? Feste Beziehung, ja, mal sehen? Nein, eine feste, ernsthafte. Ich bin ein ernsthafter Mensch. Feste Beziehung, mal sehen. Nichts Ernstes, offen für Festes. Hä? Sind wir uns so gut gekommen? Weiß ich noch nicht. Neue Freunde. Neue Freunde. Auf was stehst du? Du weißt am besten, was dir gefällt. Jetzt lass es alle wissen. Harry Potter, Kind der 90er, Soundcloud, Spa, Selfcare, Heavy Metal, Housepartys, Gin Tonic, Gymnastik, Meditieren, Homeworkouts. Willst mich veräppeln? Homework. Okay, ich will aus. Also. Du willst aus? Auf was stehst du? Aquarium. Reisen. Auf Reisen stehe ich. Shisha. Gospel. Gospel. Lesen. Nicht so viel lese ich jetzt auch wieder nicht mehr. Ja, ich frage mich aber gar nicht, das seelische von dem, was da. Ist auch gut, aber das ist Gassi-Ge. Was stehst du? Gassi-Ge. LGBTI-Rechte. Nee, auf Brunch. Brunch finde ich auch total gut. Also Gassi geht finde ich gar nicht schlecht. Da stehe ich wohl nicht drauf, aber das macht mich viel aus. Also bis jetzt dein Profil sagt Reisen, Gassi gehen und Brunch. Moment. Inklusivity, Investing, Tennis, Menschenrechte, Ausstellungen. Kanufahren. Pole Dancing? Nee, da kommt doch so viel. Ja, du kannst doch selber was eingeben. Was verstehst du denn? Ich fange nicht wieder von vorne an. Du kannst doch was eingeben. Ja, aber das ist hier so, nee, so richtig, weißt du. Die seelische Gesundheit fand ich auch sehr wichtig.
Es ist ja so wichtig, dass die dann danach gucken. Ja, das ist wichtig. Aber was denn? Die sollen, wenn die auf seelische Gesundheit klicken, dich angezeigt bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jugendbewegungen. Auf Vlogging steht. Make-up. Ich stehe auf Make-up. Nee, da denken die genau. Sind so eine Tussi. Nein, nein, auf YouTube. Aber die wollen doch eine geschminkte Frau. Du bist doch eine geschminkte Frau. Auf Make-up? Nee, dann mache ich lieber auf Mode. Nintendo, also ich spiele unheimlich gern Animal Crossing. Also irgendwas muss da schon rein. Und Online-Games, sind das das? Nee, das ist das nicht. Ein Motorrad, oh mein Gott, nee, das ist mir zu viel. Haben die alles aufgezählt, was es gibt hier? Da, Mode. Wo war denn Mode? Bubble Tea. Bubble Tea. TikTok, Netflix. Oh, du willst ja auch nichts aus, ne? Findest ja nichts interessant. Wie viel muss ich denn gucken? Ich fang mal hin. Was hast du dich beschreibt? Ja, ich versuche Netflix, gucke ich auch. Ich gucke viel. Man kann nur 5 angeben. Achso, ja. Dann was haben wir jetzt gemacht? Mode? Doch. Also die Netflix ist mir eigentlich lieber, als was habe ich zu Gasse gegeben. Netflix sollen die dann sehen. Die guckt viel Fernseher, was man mir merken. Also es interessiert mich, aber ich stehe auch auf Bogenschießen. Ich mach's nur nicht. Und komm weiter, wir haben doch jetzt was. Was haben wir denn genommen? Viel Mode, Gassi gehen, Reisen, Brunch und Make-up. Make-up ist ganz blöd. Warum? Guck ja, dich mal an. Die ist geschminkt. Ja, sie sollen dich doch auch finden. Sucht man die Person darüber oder steht das nur im Profil, dass man sich dafür interessiert? Ich weiß nicht, es steht da so drin, was ich mich suche. Weißt du, Männer stehen überhaupt nicht auf geschminkte Frauen, habe ich ja gesehen. Und du bist aber, wie du bist da nicht um einen Mann zu gefallen. Ich such doch einen, da will ich doch einen gefallen. Ja, aber doch nicht dann uns ver... Ich mach Bogenschießen. Wo war denn das? Bogenschießen? Hast nichts mit Bogenschießen am Hut? Aber ich mich interessiert. Ja, vielleicht findest du ja einen Bogenschießen. Auf was stehst du? Da steht nicht, was machst du? Auf was stehe ich denn? Auf Motorradfahren? Aber ich mach's alles nicht. Ja. Da steht ja auch nicht, was machst du? Ja, das du weißt am besten, was dir gefällt. Lass es alle wissen. Ja, was machst du gerne? Nee, Bogenschießen mach ich nicht, da hast du recht. Ja, doch Angeln nehmen wir Streetfood. Oh, Streetfood ist auch toll. Ja, dann mach das. Komm, was gibt es was mit Essen sein? Ich will doch jemand, der kochen Streetfood, Brunch. Was ich mit Essen? Ich esse gerne. Ist okay. So, laden Fotos so. Los geht's. So. Ich darf deine Fotos auswählen. Ach du Gott, was, was haben wir denn hier schön? Die habe ich direkt ganz neu gemacht. Ah ja? Die habe ich eben erst gemacht, das machen wir nicht. Warum? Das ist doch süß, was ist denn das hier für eins? Kann man das mal anzeigen? Auswahl anzeigen? Oh! Das habe ich gerade eben am Spaziergang gemacht. Das ist ganz aktuell. Das ist sehr süß, was haben wir sonst noch? Soll ich in den Favoriten gucken? Ja, auf jeden Fall bei den Favoriten. Alben Favoriten. Das finde ich sowas, finde ich so ein bisschen schräg drauf. So luftig leicht. Ja, aber die Jacke, Mama. Nee, lass du liebst die, aber die tut deiner Figur nichts. Was denn? Ich würde das nehmen. Wieso? Das finde ich sehr gut. Das ist charmant. Nein. Was nehmen wir denn? Das mit der Perücke? Nein, das ist krank. Nein, das gucke ich ja so ernst. Ist so vielleicht da, vielleicht da mit der Brille. Mit der Brille, wo ich ein Gläschen in der... Das? Nein, das ist immer Ganzkörper. Wir wollen immer Ganzkörper sehen. Ja. Denke, ich bin dick. Ja, wir müssen... Oh, die mag ich gerne. Hm? Da müssen wir mal, wo ich ganz drauf bin, mit dem Mund. Ja, hier. Da sieht man mal ein bisschen Brust. Ab die Brust. Ja. Das sah wenigstens mal Figur betont. An deiner Jacke bist du ein Sack. Figur betont? Bei diesem dicken... ja, warte mal. Wo sind der Figur betont? Das finde ich ja sehr schön. Das ist Mutti. Ja, das ist Mutti. Das ist ja nun überhaupt nicht bearbeitet. Ja, aber das sieht gut aus. Ja, das können wir dazu nehmen. Das, finde ich, muss das Erste sein. Okay. Dann habe ich meine andere Jacke an. Ich muss mal ganz Foto. Das ist eigentlich ganz schön.
Auch nur zwei. Ja, Martin, da wo gibt's denn hier? Da, wo ich Geburtstag habe, da bist du mit drauf. Über alleine habe ich gar keins. Oder doch, warte mal, weiter. Luftballon habe ich keins. Luftballon? Das ist schon weg, mein Geburtstag. Ja, das mit dem Pool ist doch gar nicht schlecht. Doch, warte mal, das ist hier im Kleid? Das ist doch wie ein Sack. Nee, das möchte ich gar nicht. Was mit dem? Ich habe eine Pose, aber die ist gut. Ja, da sieht man mich mal. Na, das ist wieder so multimäßig. Ein bisschen cool aussehen, das ist doch besser. Auf die Hand, die Arme hoch. So. Ja. Habe ich jetzt drei. Drei von sechs reicht doch. Ja, zwei reichen noch. Eins wollte ich unbedingt noch reinmachen. Wieso ist jetzt eine gelöscht? Ja, zwei hast du gesagt, zwei reichen. Ich wollte noch ein ganz biologisches reinmachen. Ein biologisches? Galerie. Da werde ich dich umhauen. Ich möchte gerne das reinmachen, wo ich eine Frösche in der Hand habe. Und dann würde ich sagen, willst du mein Frosch sein? Das muss rein! Ich bin auch so eine Froschtante. Vivian, 65. Reisen, Brunch, Gassi gehen, Mode und Streetfood. Das ist ja ein sehr umgreifendes Profil. Das bin ich auch. Ich weiß nicht, Mama. Mit dem Frosch da. Ja! Guckst du auch so komisch? Wieso gucke ich denn da? Das ist ja auch jetzt keine Zähne. Du musst ja wissen, wie ich aussehe, wenn ich dann abgeschminkt bin. Mit den Fröschen, Mama. Vorschau. So. Das ist auch hübsch als erstes vielleicht. Ja, findest du das besser als erstes? Ja, weil das erste ist so ungeschminkt. Das mögen sie nicht. Meinst du? Männer mögen. Du hast doch selbst geguckt. Ja, aber du bist doch so geschminkt. Ich bin doch nicht jeden Tag so geschminkt. Ja, wenn du dich fertig machst, bist du geschminkt. Ja, aber wenn ich mich nicht fertig mache, denk an Dora Dora Händel. Wie ist es denn, wen wollen sie immer alle? Die am natürlichsten aussieht. Deswegen das mit der Frische am besten. Nee, also das. Oh mein Gott, weil wenn ich so doll geschminkt bin, dann ist möglich. Wir machen es so, dann haben sie zack, zack und dann kommt zack. Schock. Hast du direkt einen Vergleich? Geschminkte mit Kröte. Ja! Find's gut. Ja. Ja, das ist doch besser. Guck mal, der ist wie 14. Naja. Okay. Lass uns bestätigen, dass du ein Mensch bist, Mama. Das weiß ich selber nicht so genau. Bitte lösen Sie diese Aufgabe, um uns zu zeigen, dass Sie ein echter Mensch sind. Was muss ich machen? Das ist die richtige Aufgabe, Mama. Wählen Sie das Kamel. Schaffst du das, Mama? Du siehst ja nichts in der Ferne und nichts nah. Hast du geschafft? Nee, muss nochmal machen. Das steht. Sie haben die Aufgabe falsch gelöst. Was? Da war doch ein Kamel. Und sind kein echter Mensch. Nein. Bestätigen und Konto zu löschen. Wählen Sie das Kamel. Ich mache schon wieder. Wieso? Ich hab doch das Kamel. Bestätigung abgeschlossen. Lass uns bestätigen, dass du ein Mensch bist. Und nochmal. Jetzt machst du das Kamel. Wo ist es denn? Einmal erledigt. Da ja. War zweimal das Kamel. Du hast mir das Kamel angeklickt, Mama. Ich hab das Kamel angeklickt. Ich weiß nicht was. Mensch, Fabio. Universität Zürich. Ach, guck mal, er ist gebildet. Das Wichtigste, er ist Sternzeichen Jungfrau. Jungfrau. Leiste keine Haustiere. Oh Gott, gleich wird's. Raucher in Gesellschaft. Also Raucher in Gesellschaft geht ja noch, aber dass er keine Haustiere mag, ist nichts für mich. Thomas, 61. Den habe ich schon mal gehabt, den kenne ich schon. Der. Hast du mit ihm geschrieben? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, der wollte nichts von mir nochmal weiter. Christoph. Sex und für das mit sich. Markus. Bisexuell und offen. Nee, das ist nichts für mich. Warum? Wie wenig Kilometer?
Nein, ich habe doch gesagt bis 100. 100? Ja, weil ich sonst den Tessin nicht mit da drin habe. Aha, Mama will schon wieder umziehen. Ja, für du zu. Also Markus, nein. Oh Gott, das sieht aber sehr steif aus. Michel. Grimmige Bilder. Was ist denn mit ihm los? Kann man denn, wie kann man denn mehr sehen? Man sieht nur ihn. Man sieht so seine coole Kette. Mein Gott, ist auch sehr dezent. Gefällt Xbox zeichnen und Twitch. Ich habe ihn so eingeschätzt. Ich habe ihn so eingeschätzt. Sollen wir den mal liken? So nein, der grimmige Blick. Der ist halt ganz der The Spiel. Glasgow School of Art. Ist aber interessant. Ich suche, weiß ich noch nicht. Doch, komm, wenn einer nicht weiß, was er sagt. Aber ich will gucken, was er schreibt. Vielleicht. No. Oh, du bist so. It's a match. Da bist du nicht ganz. Ja, aber der macht Twitch wenigstens. Auch cool, mit 56. Ja, aber da, guck, der sieht ganz hässlich aus. Und der ist so grimmig. Man hat es mit Absicht gemacht. Ich guck die Bilder mal genauer an. Oh Gott. Aber er kennt seine Winkel so von oben. Ich meine, mit dem Schreiben. Der hat eine Insta-Kette oben. Ist bestimmt, weil er da twitcht. Was hat er denn für eine Kette um? Weiß ich nicht. Ist das irgendwas Schweizerisches, was ich nicht weiß? Ist eine Tracht? Das ist ein komisches Bad. Was hat er denn an? Ist das was irgendwie aus Game of Thrones? Michael. Aber vielleicht ist der jung geblieben im Kopf. Okay. Ich schreibe nicht. Nein, nee, wir schreiben nichts. Wir gucken nur, ob er schreibt. Ja. Ha, ich muss die Brille wiederholen. Ich hab sie weggeworfen. Ein gleiches Match. Wie kann der ein Match sein, wenn ich ein Froschbild habe? Hat er keine Hose an? Ah, ich dachte, der hat eine Hose an. Der Noah wohnt in Luzern selbstständig. Reisen, Kunst, Kochen, Filme, Sport. Was ist denn keine Ones? Keine One-Night-Stands? Ja, das ist so gut gelöst. Die flaggen mir mal, der sieht gut aus. Ja, der sieht so gut aus. Was ist er denn? P.O. Michel hat geschrieben, hallo! Ich kotze. Mama, wir finden dir einen Mann. Nein, doch nicht einer, der die Xbox und die Switch mag. Der es mag freut mich. Nein, nicht, was hat er geschrieben? Er schreibt. Mama. Hallo, es freut mich. Oh, Marvin! Der hat nicht so viele Matches. Vielleicht das glaube ich, dass der das Ding ist. Deswegen, der gibt. Hallo, Mann, sei ich so gemein. Der gibt sich schon Mühe jetzt. Ich heiße Michel. Da habe ich dann so. Auch so einen. Warte mal. Ja, Michel 56. Von Lemberger. Der ist ja 10 Jahre jünger als ich. Vielleicht wollte. Mama, du hast auch ein Froschbild drin. Ja, aber ich hab doch nicht nur die Froschbilder reingemacht. Ja, aber er dachte sich vielleicht auch, er will mal zeigen, was er kann. So gucken. Oh Gott, das sieht sehr grimmig aus. Nee, ich sehe hier so ein ganz leichtes, angedeutetes Lächeln. Was? Er hat geschrieben, hallo, es freut mich, ich heiße Michel. Ja, was schreiben wir? Ach, grüße Michel. Aber wenn du jetzt anfängst so zu schreiben auf Schweizerdeutsch, dann schreibt er wahrscheinlich nur Schweizerdeutsch mit dir, ne? Das ist mal, das werden wir schon lösen, da hole ich die Evelyn zur Hände. Was noch, Mama? Schön, dich kennenzulernen, sind wir nett. Okay. Du hast gesagt, ich soll schön sein. Ja. Ja, bin ich nett. Und jetzt muss eine Frage kommen, Mama. Jetzt kommt gar keine Frage. Oder nur so, weil wir gucken, was er macht. Er soll sich Mühe geben. Ja, okay. Jetzt mal weiter in den nächsten. Wer ist Peter? 62. Heterosexuell, Filme, Astrologie, Spiritualität, Doglover, Catlover. Und zack, der kriegt ein Like. Wie sieht der denn aus? Ich habe überhaupt nicht gesehen, wie er aussieht. Ist egal. Wir haben schon den Michel. Wer ist er denn? Felix, 54. So feste Beziehung, mal sehen. Labern mit Tiefgang. Ein Schluck Wein. Die Frage des Seins. Der Kunst und Antike auskosten. Nicht immer alles auf die Goldwaage legen, sondern mit Humor reflektieren und über sich selbst lachen können. Durch den Wald joggen und bewusst ernähren. Aber trotzdem mal ein Stück vom Grill genießen. Hast du das TikTok gesehen? Gerne auf Kaffee im Getümmel an der frischen Luft. Wie gefällt er dir? Ach, er ist mir zu eloquent und so. Ich, ja, nee, du willst der Star der Show sein, ich weiß. Carlo, 68, CEO, wohnt in Seon. Ich so feste Beziehungen mal sehen. Über mich Single, 1,80, schlank, vielseitig interessiert, aktiv. Lifestyle, Katze. Ein bisschen Reisen, Lesen, Auto, Musik, Wein. Ein cooles Auto. Oh. Guck mal, der hat ein cooles Auto. Ja. Oh, der Michel schreibt. Ach, der Michel, ich werde den nehmen. Mal los. Ja. Sag dir das. Willst Carlo nicht mal liken?
Den Carlo. 68 ist der schon? Ja. Ja, dann liken mal, komm. Aber wir schreiben nichts. Felix. Och. Felix, 64 Filme, neue Sachen ausprobieren, Fotografie. Jo. Sollen wir liken? Ja, sind schlichter. Der sieht aus wie der Frosch, den du auf den Handen hast. Der sieht aus wie der Frosch. Ich habe noch gar nichts in mein Profil geschrieben. Die schreiben alle schon wieder. Willst du was schreiben? Komm, wir schreiben immer was in deinem Profil. Das ist ja gar nicht richtig vollständig. Müssen wir mal ein bisschen... Nur Bilder drin. Was denn? Das bin ich. Ich suche einen Mann, mit dem ich auch Frösche retten kann. Okay, ich suche einen Mann, mit dem ich... Weißt du, manchmal willst du, sagst du, weil du willst ja jemanden mit Geld und jetzt willst du einen, der Frösche versucht. Ich habe gesagt, Frösche retten kann. Der kann auch ein Naturschutzgebiet kaufen. Hat das auch gerettet. Da muss ich nicht in die... Mit dem ich Frösche retten kann. Sollen wir Frösche, sollen wir da modern sein? Sollen wir da einfach ein Frosch-Emoji? Frösche. Ah, du kannst schreiben, ich suche einen Mann, mit dem ich nicht nur Pferde stehlen, sondern auch Frösche retten kann. Das sind jetzt nicht nur... Pferde stehlen. Soll mir so cool sein, Pferde stehlen. Stehlen, sondern auch Frösche retten kann. Du machst du so ein Herzchen dahin. Ah ja, natürlich. Wir schreiben sie nicht. Ich hatte das mit dem Dingsbums. Nee, das ist mein. Der Glitzerherzchen. Okay. Aber was schreibt uns denn der Michael? Ja, finde ich auch grizzly. Ich mache Kunst, ich reise gerne, ich wohne in Wald. CH Zürich oder was? Im Wald? Ich weiß ja nicht, ob man den im Wald besuchen will. Ja, erste Date bitte natürlich, aber mit dem Date sind bestimmt viele Frösche. Ja. Okay, das ist auch gestört. Das ist unheimlich. Schön. Schön. Hat er geschrieben. Gruselig. Michael Adam. Ich finde, das sieht ganz gruselig aus, findest du? Dieses hochgeschlossene Hemd. Was ist denn das für ein Zeichen? Ist das Hogwarts? Nein. Slytherin? Das ist einfach so ein... Glasgow so eine, School of Art. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so wie bei den Mützen, wenn die diese Dingszeichen drauf haben. Komm, wir fragen ihn, was für Kunst er macht. Ich mache Kunst. Was für eine Art Kunst. Kunst machst du denn? Ja. Und dann? Ja, das ist doch erstmal eine Frage. Reicht das schon? Ja. Ja, wir müssen das von sich schreiben. Ja. Soll er sonst mal fragen? Ich mag nicht, wenn Typen nichts fragen. René, 62, frühpensionierter Unternehmer. Wohnt in Solothurn. Fährst du den ganzen Tag? Ich bin tolerant, verständnisvoll und habe einen guten Stil. Oh. Liebevolles Umgehen miteinander hat große Priorität. Meine zwei erwachsenen Kinder, kleine Wanderung und die schöne Natur runden mein Leben genussvoll ab. Jungfrau und geimpft. Lifestyle. Am Wochenende mit anderen, was trinken, in Gesellschaft mal rauchen, manchmal Fitness, gerne Fleisch. Sonne mal so. Interessen kochen, Wein, Rock, Immobilien, tanzen. So, die Frage ist jetzt aber, was macht der Michel? Ich gestalte Bilder mit Engeln, Spiegel mit Stoff. Hätte dir ein Foto gezeigt. Soll ich schreiben, hast du keine Website? Hast du Instagram? Soll ich Instagram? Nein, aber er schreibt, schreib doch. Ich gestalte Bilder mit Engeln. Mit Engeln, Spiegel, mit Stoff. Das ist komisch für ein alter Satz. Ich gestalte Bilder mit Engeln, Spiegel, mit Stoff. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl bei dem. Es tut mir leid. Ich liebe die Natur. Soll ich schreiben, hast du kein Instagram? No. Dann kannst du mal gucken. Ich kann so schreiben. Du hast keine Website. Wieso schon hätte dir ein Foto gezeigt? Warum hätte? Warum hätte? Kannst du nicht? Schon so.
Warum hätte? Hätte. Stell doch auch mal eins rein. Zeig doch auch mal. Stell doch. Ja. So, fertig. Und dann hier so ein. Lass nicht zu nahe kommen. Ja, Mama, alles gut. Ja. Die Natur kriegt da mein Herz. Oh Gott, das ist bestimmt. Aber schreib doch nicht so viel mit dem Mann. Ich will dir nicht ermutigen, ich muss sie wieder abschießen. Ach so. Ja, okay. Zack, der macht, was du sagst, Mutti. Oh mein Gott, mach mal weiter, wer ist denn noch? Warum? Das ist mein Favorit. Keine. Das sieht schrecklich aus. Serge 65. Serge 65. Ja, dann musst du Französisch können. Ach du liebes bisschen, Anglais steht da aber auch. Ja, Englisch kann er auch. Jeune homme de 62. Oh. De 62. En bon été de caractère indépendant, amateur d'art, serait ravi de connaître une femme irrésistible à l'humour décalé et curieux et tout. Oh, keine Ahnung. Ach, ich verstehe nicht. Machen wir weg. Warum gefällt dir der Michel nicht? Dann könntest du zusammen twitchen. Dann kannst du wahrscheinlich Animal Crossing spielen. Ich mache wahrscheinlich Horror. Aber du weißt es ja nicht, du bist voller Vorurteile. Ich mach ja noch nicht, ich schreibe ihn doch noch. Der ist modern, der mag Xbox, Twitching, hat irgendwie einen Style, fällt auf und der mag die Natur und wohnt im Wald. Da hast du Frösche, da hast du modern Social Media. Und du machst die Engel. Und du bist direkt zu, sei doch mal ein bisschen offen. Okay. Gucken wir mal. Den wollen wir nicht. Lass ihn doch. Lass, du musst ja dauernd antworten. Ich denke, ich guck doch nur. Ja, der nächste. So, der Frank. Rentner und Spaß dabei. Ich kann lustiger Biker-Typ möchte gerne ankommen und sich niederlassen. Wenn du etwas Dauerhaftes willst und noch kein Oma-Typ bist, dann melde dich einfach. Ich Oma-Typ? Löwe. Ach, auf ich habe Kinder, möchte keine weiteren, geimpft, am liebsten persönlich reden. Berührung. Sind seine Liebessprache, glaube ich. Lifestyle Katze, kein Alkohol für ihn, er raucht nicht, nie Fitness. Ist alles internetaktiv oder so, ich weiß, was das bedeutet, mal so. Filme, Gaming, Tattoos, Netflix, Musik. Und das passt. Klingt super. Nothing Else Matters von Metallica ist dein Lieblingssong. Spiel mal. Nothing. Oh, ich kann da sogar mitsingen. Nothing else matters. Uiuiui. Ich bin nicht 50, ich bin 18 mit 32 Jahren Erfahrung. Ist er Frank? Ist er 56? Das sieht viel älter aus. Wie alt ist der erst? Oh. Uiuiui, das ist ein Mittelfinger. Uiuiui. Uiuiuiui. Oh, das ist ein sympathisches Bild von ihm. Hat er eine Harley? Der kann sein, dass der eine Harley hat. So, Michael hat gesagt, okay, es hat eins. Spiegel auf Säule. Oh, er schreibt noch was dazu. Aber guck mal, der gibt sich Mühe. Ich mag den. Ja, hast du es gesehen? Ich sehe, ich appreciate. Oh, wo ist es denn? Zeig mal. Ist das ein Klo? Ist er das dahinter mit der knackigen Beine? Mit der Unterhose? Das musst du jetzt mal genauer angucken. Das sind keine Nackenbeine, das ist eine Hose, glaube ich. Was ist das? Das ist ein Leopardendruck. Engel? Ah, es ist so ein Stoff, irgendwie da so. Ah, so ein Leopardenfell. Dann ist das ein Engelauge. Ja. Flügel. Und da ist der Spiegel. Und was ist da drunter? Da haben wir einen Screenshot, kann natürlich richtig rein, sondern dann zoomen wir jetzt mal rein. Das ist die Hose. Ja, und Socken. Socken oder ist das? Ah ja, das ist eine Hose. Hose, oder ist Socken. Das ist nur... Nein, das ist keine Unterhose, oder? Das ist ein Schlipper. Meinst du? Der hat einen Schlipper an. Wie spät ist es? Wieso? Meinst du, der hat das jetzt gemacht, das Bild? Ja. Ach, meinst du, der hat das jetzt gemacht? Ja, der ist da hingerannt und hat das gemacht. Oh, wie süß. Aber ein Schlipper? Das ist doch sympathisch. Das
Ist das eine, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das ein Schlüpper ist. Oder ob das, es könnte aber auch eine Hose sein, weil ich sehe hier nicht, kann da nicht so richtig die Knie erkennen. Da sind doch die Knie. Aber hier, dann hat so keinen, es sieht ja, der Spiegel ist aus. Halt nicht so sauber. Das auch. Ja, das ist interessant. Kannst du gleich drunter schreiben. Sieht sehr interessant aus. Sieht interessant aus. Dankeschön. Jetzt musst du aber... Was muss ich denn jetzt schreiben? Oh Mann, hast du echt gar kein Interesse an dem? Ich bin immer sympathisch. Er schreibt doch von selbst. Er hat mich schon nichts gefragt. Okay, stimmt. Lennart, 60, Single... Ohne Altlasten sucht weibliche Begleitung mit Freizeitsaktivitäten. Ich mag nicht die Formulierung mit der Altlasten. Weil wenn du Kinder hast und eine, oder eine geschiedene Frau, das sind doch keine Lasten. Da hast du was, auch was Positives erlebt. Du kannst dich als Altlasten wie Altpapier und Altöl. Guck mal, der Küken. Okay, wir müssen auch mal gucken, Kiki. Wie findest du den? Ich hier mit dir. Hm? Da ist der Frosch! Wir haben den Frosch, Mama! Ja, Froschkönig! Er ist da. Den hast du gesucht. Ja! The good things in life aren't things. Schlanker Text. Job vorhanden. Offen für alles. Freue mich primär auf einen guten Chat für den Anfang. Englisch, Deutsch. Schütze. Keine Haustiere, raucht nicht. Auf Sport ist alles. Sondern bei dem, was ist. Reisen, Golf, Yoga, Fitness, Tanzen. Was ist das für ein Song da unten? Oh, da ist mal ein Frosch. Ja, aber du, ich finde das so cool. Das ist genau, das ist ein Match. Super Like. Super Like? Können wir nicht geben, sind wir zu haben für gut, dann normaler Like. It's a Match, der Froschkönig. Ich wollte, du kannst eigentlich schreiben, ich wollte Frösche retten, keinen finden. Aber da bist du. Ich wollte Frösche retten und hab einen gefunden, schreibst du. Ich wollte zwar Frösche retten. Ich wollte zwar. Frösche retten und hab jetzt einen gefunden. Doch hab ich einen gefunden. Doch hab ich einen gefunden. Sonst schreibst du nichts. Naja, schauen wir mal, hast du eine Nachricht bekommen. So. So, was schreibt er denn der Michel? Michel. Ja, danke, ich bin sonst Handwerker. Hallo. Der ist aber auch so ein Ungeduldiger, jetzt macht er mir auch Angst. Ja, komm. Der hat geschrieben, ja, danke, ich bin sonst Handwerker und dann nach einer Minute direkt Hallo. Ja, komm, das schreibe ich, weißt du, antworte ich später. Der Frosch hat auf jeden Fall noch nicht geschrieben. Siehst du, kein Frosch hat er geantwortet. Das war ja wieder klar. Ach, na gut, ob der Froschkönig noch schreibt oder der Michel, wie es weitergeht, erfahrt ihr denn. Halt euch auf dem Laufenden auf meinem Instagram dann. Und später vielleicht, wenn es genügend ist, eine weitere Folge, eine Fortsetzung folgt vielleicht. Ja, hoffentlich nicht schon wieder weitersuchen. Ja. Hoffe, der Frosch ist jetzt dabei. Ja, drück mir mal die Daumen und ja, dann ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.